Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich will noch mal eins klarstellen. Ich bin kein YouTuber, der irgendwie andere fertig machen will. Ich bin aber der Meinung, was hier gerade bei mir passiert, ist richtig asozial. Ich nehme Agent in den Schutz, auf jeden Fall. Der hat meinen Segen und er hat mir einfach die Wahrheit gesagt. Es bringt jetzt hier nicht, über diese ganzen Sachen zu reden. Ich habe vielleicht in meinem Video einen kleinen Fehler gemacht, wo ich über ein bestimmtes Wort rede, das... Ich glaube, es sind 4 Buchstaben. Das ist mir aus dem Mund gerutscht. Dafür entschuldige ich mich, aber für den Rest, für die Wahrheit, das kann ich mich nicht entschuldigen. Und zwar, du hast, das ist auch im Video dokumentiert, dass du gesagt hast, geht alle mal auf den Agent und spammt den voll. Da frage ich mich, warum tut ein YouTuber, der 20.000 Abonnenten hat, einen Kanal zu spammen, also einen YouTuber zu spammen? Warum machst du das? Fühlst du dich dann gut, wenn du über Schwanz und Muschi und Hurensohn und über irgendwelche Sexsachen da redest? Ist das cool? Also ich finde das nicht cool, ganz ehrlich. Also ich finde das nicht in Ordnung, was du da machst, aber es ist deine Sache. Es ist deine Sache und wenn deine Abonnenten das sehen wollen, dann könnt ihr das sehen. Aber ich finde das nicht gut, dass ich hier Hundertschaft gehatet werde. Und der Libanon Elite YouTube-Kanal ist ebenfalls mit 100, 150 Dislikes dabei. 150 Dislikes oder so. Und ich habe jetzt inzwischen auch schon 100 Dislikes auf YouTube. Mein Gott, was ist das? Das ist nicht normal. Was sind das für Abonnenten, die mir nach dem Leben trachten wollen? Ich habe jetzt wirklich Angst, weil wenn ich diese ganzen Nachrichten lese, die ich jetzt auf der PS3 auf YouTube bekomme, ich töte dich, ich schlachte dich ab, du hast Montana beleidigt, jetzt musst du sterben. Das geht mir dann zu weit. Wenn das deine Abonnenten schreiben, also ich habe wirklich ein bisschen Angst um mein ganzes Leben, weil ich will jetzt nicht irgendwo tot irgendwo im Kanal liegen. Darauf hat jeder, glaube ich, keiner Lust. Aber ja, kann ich nicht viel machen. Muss ich so akzeptieren, wie es ist. Hab das Video auf jeden Fall gelöscht. Genau. Und das Thema ist jetzt auch vorbei. Ich werd mich auch nicht mal da einmischen in dieses Ganze. Ich will mich da nicht mehr einmischen. Das ist mir zu blöd. Es war ein großer Fehler, dass ich dieses Video gemacht habe. Das muss ich sagen. Ich habe keine Chance gegen einen 10.000 Abonnenten-YouTuber. Werde ich auch nie haben. Aber ein paar Dinge sind einfach wahr, die ich gesagt habe. Und aus diesem Grund sage ich auch nicht, was es ist, wie es ist. Genau, sonst bekomme ich ja noch Angst, Ärger vom Anwalt, Montana. Sonst muss ich 20 Euro Strafe zahlen. Und die 20 Euro Strafe, darauf habe ich wirklich keine Lust. Aus diesem Grund möchte ich nur Ciao sagen, Leute. Und liebe Abonnenten von Montana Black 88, viel Spaß bei eurem Montana. Ist ein cooler YouTuber, redet über Drogen, ist doch schön. Ich finde ihn cool. Genau, ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen, weil, ja, lang werde ich ja nicht mehr leben. Wie viel sieht's aus? Oh je. Auf jeden Fall bin ich jetzt draußen, Leute. Ciao und bis dann. Und, ja, hört endlich auf, den Kanal Libanon Elite voll zu spammen oder den Kanal der junge Zocker, weil hier... Was da passiert, das ist in meinen Augen Rufmord. Das ist Rufmord. So. So, was ist das hier? Hä, Alter, wirst gerade anal gefickt oder warum? Im YouTube XD Montana ist 100% besser als du. Ja, wenn das so ist, dann ist es so. Auf jeden Fall sage ich ciao. Bisschen richtiger Chopper, Alter. Haha, moin moin. Was immer ein Chopper ist, ich weiß es nicht. Hehe, Elder. Oh ja, passt schon. Ich bin draußen. Bis dann. Ciao.